Hi, heute ist mal wieder Zeit für einen Hotdog und zwar diese hier. Das hier sind Chili and Cheddar Breads Hotdogs und wie man die macht, das zeige ich euch in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! So, als allererstes werden wir das Minimax mal ein bisschen mit Kohle befüllen. Ein bisschen Restkohle ist noch drin, die reicht mir aber nicht, also nehmen wir noch ein bisschen was mit dazu. Dann schnappe ich mir meinen Luftleiter X, starte ihn und ab geht die wilde Fahrt. So, an ist der Hobel. Kohlen noch so ein bisschen verteilen. So, und dann lassen wir das Eck einfach mal kurz auf Temperatur kommen. Unten und oben Lüfterschiebe auf. Temperatur, die wir im Eck später haben wollen, sind 130 Grad. Geht ruckzuck. Hier seht ihr die Zutaten, die ich für meinen Spicy Hotdog brauchen werde. Los geht es mit dem Fleisch. Das hier sind die Donlicate Cheddar and Chili Breads. Habe ich bei der Schwarzwälder bestellt. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Das sind herrliche Bratwürste mit eben Cheddar und Jalapenos drin. Eine richtig geile Gemischung, die sich hervorragend zum So-Essen macht, aber eben auch in einem Hotdog. Und genau das werden wir machen. Die werden wir gleich räuchern. Deswegen liegen hier auch schon Holzstücke. Das ist Kirschholz. Mein Big Green Egg heizt sich gerade eben schon vor. Da werden die also gleich drauf geräuchert. Und zu der geräucherten Bratwurst passt hervorragend Rucola mit dazu. Wir nehmen noch eine Scheibe Tomate mit dabei für die Saftigkeit. Und dann habe ich hier die Dreifaltigkeit der Soßen. Und zwar Sushi-Mayonnaise, Ketchup und Mexican Southwest Soße. Wie man die Mexican Southwest Soße macht, habe ich euch schon mehrfach in dem Video gezeigt. Ich kann es euch immer wieder nur ans Herz legen. Diese Soße solltet ihr immer auf Vorrat zu Hause haben. Geht hervorragend auf Burgern, auf Hotdogs. Es ist immer wieder eine Offenbarung mit dieser Soße. Absolut genial. Das sind alle Zutaten, die wir brauchen. Den Grill heize ich schon vor und dann würde ich sagen, wir legen los. So, das Eck kommt so langsam auf Touren und gleich geht es ziemlich schnell. Deswegen bauen wir es jetzt schon um. Ich möchte die Würstchen ja räuchern. Das Ganze werden wir natürlich bei indirekter Hitze tun. Jetzt habe ich hier meine Kirschholz-Chunks. Die platzieren wir jetzt hier so ein bisschen um die Kohle drumherum, dass sie jetzt nicht direkt im Feuer liegen. Dann setze ich den Konvektor auf, damit wir eben indirekt garen, setze den Grillrost auf und kann dann jetzt auch schon die Chili und Cheddar Breads auflegen. So, wie ihr seht, fängt es auch schon an zu qualmen bzw. zu rauchen. Das ist genau das, was wir haben wollen. Wir machen den Grill jetzt zu. Wie gesagt, Temperatur im Grill sollte 130 Grad sein. Das Ganze braucht gute 50 Minuten. So, die Chili und Cheddar Breads sind fast fertig. Das heißt, wir machen jetzt hier die letzten Vorbereitungen. Was bedeutet, wir schneiden uns eine Tomate klein. Dann schnappe ich mir schon mal so ein Brötchen. Die habe ich übrigens im türkischen Supermarkt gekauft. Einfach so längliche Fladenbrote. Es gibt ja auch die Hotdog-Buns, die es ja fertig gibt. Die sind ja meistens aber sehr süß. Und ich finde, süß passt hierbei nicht wirklich. Dann haben wir jetzt 5 Würstchen da. Wir haben hier 5 Brötchen. Das wird großartig. Wir können also 5 von diesen super Hotdogs belegen. Da freue ich mich richtig drauf. So, wir schauen nach den Chili und Cheddar Breads und ja, die sehen absolut fantastisch aus. Guck mal, was für eine schöne Farbe die gekriegt haben. Das ist zum einen durch das Räuchern und zum anderen natürlich dadurch, dass sie jetzt gegart sind. Ihr seht auch, der Käse fängt jetzt an auszulaufen. Das ist also genau der richtige Moment, sie jetzt vom Grill zu fischen. So, dann legen wir mal los. Schnappe mir so ein Brötchen, klappt das auf. Gebe da hinein etwas von der Mexican Southwest Soße. Wie gesagt, das ist eine pikante Mayonnaise mit Chipotle Chili drin. Das sind geräucherte Jalapenos. Absolut fantastisch, kann ich euch immer wieder nur empfehlen. Darauf kommt dann Rucola. Und zwar tatsächlich nicht zu knapp. Ich liebe Rucola. Ich weiß, wer die nicht mag, kann gerne den Salat durch was anderes tauschen. Allerdings ist der nussige Geschmack vom Rucola genau das Richtige und passt perfekt zu diesem Würstchen dazu. Dann kommen 2 Scheiben Tomaten. Dann die Cheddar and Chili Breads. Und darüber geben wir dann noch ein klein wenig Sushi-Mayonnaise. Sowie noch einen kleinen Schluck Ketchup. Und damit ist er fertig. Mein Chili and Cheddar Breads Hotdog und jetzt wird probiert. So, hier habe ich also einen von den Chili und Cheddar Breads Hotdogs und jetzt beißen wir mal rein.
ein richtig saftiger Hotdog. Die Cremigkeit durch den Käse, der in der Wurst drin ist. Dann habt ihr natürlich noch die Soßen, die oben drauf sind. Dann die Nussigkeit von dem Rucola. Das passt einfach perfekt zusammen. Ich werde auch nochmal verifizieren. Absolut ein richtig leckerer Hotdog. Auch dieses Brot, was eben mal diesmal keine Süße mitbringt, passt einfach perfekt dazu. Ich kann euch nur empfehlen, diesen Hotdog mal nachzumachen. Den Link zu den Dondicate Bratwürsten findet ihr unten in der Videobeschreibung, sind vom Schwarzwälder. Mega geile Bratwürste. Haben die Jungs wirklich super kreiert. Sehr, sehr fein. Das war's für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und einen freundlichen Kommentar. Solltet noch kein Abonnent meines Kanals sein, hier unten könnt ihr das gerne auf kostenfreier Ehrengala-Basis nachholen. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten, wer bei Instagram ist, der sieht immer wieder von meinen Videos so kleine Insta-Stories. Da seid ihr einfach näher dran. Schaut also gerne bei Instagram rum. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ganz viel Spaß beim Nachmachen. Macht's gut. Euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann.